Ich denke, jeder hat schon mal ein Bild von Jesus gesehen. Ich glaube zwar nicht, dass Jesus genauso aussah, wie man ihn sich heute vorstellt, aber eine ungefähre Vorstellung können wir von ihm haben. Ich denke, das, was wir von ihm kennen, so mit einem größeren Bart und mit einem langen Gewand, das passt durchaus zu einem Juden aus dem ersten Jahrhundert in Palästina. Und wir haben auch schon Bilder von seiner Mutter gesehen. Wir haben auch eine ungefähre Vorstellung, wie sie ausgesehen haben kann. Kennen Sie so als ja, mit einem langen Gewand bekleidet, die Haare bedeckt, man sieht nur den Gesichtsausschnitt. Ich stelle mir mal vor, Jesus würde mit seiner Mutter heute durch die Innenstadt gehen. Und Jesus würde mit seiner Mutter ein Gebet verrichten. Und wir wissen, wie Jesus gebetet hat. Wir finden die Erwähnung im Matthäus-Evangelium. Er warf sich nieder auf sein Angesicht und betete. Wenn ich dieses Bild heute vor Augen hätte, was würde ich auf Anhieb denken? Welche Religion hätten diese beiden Menschen, Jesus und seine Mutter? Lassen wir mal alle Vorurteile, alle Klischees, alle Ressentiments, lassen wir mal alles weg. Was würde man spontan sagen, welche Religion haben diese beiden Menschen? Ich muss gestehen, für mich war es am Anfang eine befremdliche Vorstellung. Aber bevor ich Muslim geworden bin, hatte ich schon gehört, dass Jesus selber ein Muslim gewesen sein soll. Wie kann das sein? Jesus ein Muslim? Islam, das ist doch eine ganz andere Religion, 600 Jahre später. Wie kann denn Jesus so eine Religion gehabt haben? Und als ich dann noch hörte, dass Jesus nicht nur Muslim war, er soll Allah angebetet haben. Wie kann das sein? Und das soll sogar in der Bibel stehen. Genau das. Das waren Dinge, die waren irgendwann zu viel für mich. Aber das war auch deswegen, weil ich noch keine richtige Vorstellung davon hatte, was überhaupt Islam bedeutet. Islam ist nicht unbedingt der Name einer bestimmten Religion. Islam ist ein arabisches Wort, was man auch auf Deutsch wiedergeben kann. Es bedeutet so viel wie Hingabe oder Ergebung. Es bedeutet, sich in den Willen eines anderen Menschen zu ergeben. Und im speziellen Sinne bedeutet das, dass man sich in den Willen seines Schöpfers ergibt. Nur den einen einzigen Gott anbetet und ihm alleine dient. Das ist der Kern dieser Religion. Das bedeutet es eigentlich, Muslim zu sein. Das Wort Muslim bedeutet eigentlich auf Deutsch Gottergebener. Ein Mensch, der sich Gott ergibt. Das ist ein Muslim. Wenn ein Mensch also sagt, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes Kapitel 5, Vers 30. Könnte man so jemanden nicht Muslim nennen? Oder wenn jemand sagt, meine Nahrung ist die, dass ich den Willen des Vaters tue und sein Werk vollende. Johannes Kapitel 4, Vers 34. Kann man nicht sagen, dass so jemand ein Muslim ist? Oder wenn jemand sagt, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe in seinem Gebet an Gott. Lukas Kapitel 22, Vers 42. Kann man so jemanden nicht Muslim nennen? Ist das nicht ein Gottergebener? Die Muslime sind sogar der Überzeugung, dass das nicht nur die Botschaft Jesu war und auch nicht nur die Botschaft Mohammeds, sondern es war die Botschaft aller Propheten, von Anbeginn der Menschheit. Gehen wir mal ganz weit zurück. Gehen wir mal zum Propheten Abraham. Was war seine Religion? Zur Zeit von Abraham gab es noch kein Judentum und auch kein Christentum. Was war also seine Religion? Was wissen wir von Abraham? Wir wissen, dass Abraham in einem Volk gelebt hat, das Götzen angebetet hat. Und er war der Einzige unter ihnen, der einen einzigen Gott alleine angebetet hat. Er hat sich dem Willen seines Schöpfers ergeben. Als sein Schöpfer von ihm verlangt hat, dass er seinen eigenen Sohn opfert, hat er nicht eine Sekunde gezögert. Ich meine, was ist das für eine Aufforderung? Man stelle sich einmal vor, man bekommt die Aufforderung, seinen erstgeborenen Sohn zu opfern. Er hat das gar nicht hinterfragt. Er hat sich nicht die Frage gestellt, ist das moralisch gerechtfertigt oder was soll das? Im selben Moment, wo er wusste, dass sein Schöpfer das von ihm verlangt, hat er nie gezögert, es zu tun. Könnte man so jemand nicht einen Gottergebenen nennen? Was war die Botschaft Abrahams? Abrahams Botschaft war, einen einzigen Gott anzubeten und sich seinem Willen hinzugeben. Und exakt das ist die Bedeutung von Islam.
Nach Abraham kam der Prophet Moses. Was war seine Religion? Spontan würde man sagen, das Judentum. Moses hat auch das Judentum gegründet. Aber den Begriff Jude, den gab es zu seiner Zeit noch gar nicht. Der ist erst viel später entstanden. Weder Moses noch einer seiner Volksgenossen wurde damals Jude genannt. Was war also seine Religion? Moses kam zu seinem Volk mit einer ganzen Reihe von Geboten, Anweisungen von ihrem Schöpfer. Und er hat seinem Volk gesagt, ihr sollt diese Gebote befolgen. Ihr sollt ein Musterbeispiel sein für die Völker dieser Welt, indem ihr die Gebote Gottes befolgt, indem ihr euch dem Willen eures Schöpfers hingebt. Was war das erste Gebot von allen? Du sollst nur einen einzigen Gott anbeten. Das war die Botschaft Mose. Einen einzigen Gott anzubeten und sich seinem Willen hinzugeben. Nichts anderes bedeutet Islam. Nach ihm kam der Prophet Jesus. Was war seine Religion? Spontan hätte man gesagt, das Christentum. Aber auch der Begriff, den gab es zu seiner Zeit noch gar nicht. Was war also seine Religion? Jesus kam zu seinem Volk und hat die Gebote, die Moses offenbart wurden, ausgelegt für sie. Und er hat ihnen gesagt, das ist das richtige Verständnis von diesen Geboten. Diesen Geboten sollt ihr euch hingeben. Als ein Mann zu ihm kam und ihn fragte, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen, hat er ihm die Gebote aufgezählt. Und als er gefragt wurde, welches ist das oberste Gebot, was war seine Antwort? Höre Israel, der Herr, euer Gott, ist ein einziger. Die Botschaft Jesu war, einen einzigen Gott anzubeten und sich seinen Geboten hinzugeben. Und genau das ist Islam. Das ist die Bedeutung von Islam. Nach Jesus kam der Prophet Mohammed. Was war seine Religion? Hier finden wir zum ersten Mal auch den Namen Islam. Speziell seine Religion trägt den Namen Islam, aber die Botschaft finden wir in der gesamten Geschichte der Menschheit. Islam ist nicht einfach nur eine Religion, wie wir das hier verstehen in Deutschland. Hier versteht man unter Religion etwas, was mit Gebeten zu tun hat, vielleicht auch mit Fasten, mit bestimmten rituellen Dingen. Aber der Islam ist eine umfassende Lebensordnung. Der Islam betrifft nicht nur die Gebete oder das Fasten oder die Beziehung zu seinem Schöpfer. Der Islam enthält auch Regeln und Gebote, Anweisungen für den Menschen selber, auf seinen eigenen Körper bezogen, wie er sich kleidet, was er isst. Der Islam regelt die Beziehung zwischen einem Menschen und anderen Menschen, beispielsweise seinen Verwandten, seiner Mutter, seinen Kindern, seinen Geschwistern oder auch mit Fremden. Der Islam regelt Beziehungen zwischen einem Kunden und einem Händler. Der Islam regelt Beziehungen zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer. Der Islam regelt Beziehungen zwischen einem Staat und den Bürgern. Er regelt sogar Beziehungen zwischen den Menschen und ihrer Umwelt, selbst zwischen dem Menschen und den Tieren. Und natürlich auch regelt er die Beziehung zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer. Der Islam ist ein allumfassendes Konzept. Und er musste es auch sein, wenn er tatsächlich für sich in Anspruch nehmen will, die letzte Botschaft an die Menschheit zu sein. Der Islam ist eine Religion, die man problemlos nehmen kann und in ein irgendein x-beliebiges Land auf diesem Planeten verpflanzen kann. Wenn die Menschen diese Botschaft dort hören und sie nehmen sie an, es werden Muslime. Und man beobachtet das auch heute, egal in welches Land ich komme, ich kann Muslime auf Anhieb erkennen. Ich kann jetzt spontan nach China fliegen, ich kann die Muslime auf einen Anhieb erkennen, weil sie einer bestimmten Botschaft folgen. Es wäre schwierig, nach China zu gehen und einen Christen zu erkennen, aber den Muslim sofort. Die letzte Botschaft musste allumfassend sein. Es geht nicht anders. Ich kann nicht nur einen kleinen Ausschnitt nehmen. Wenn ich nur einen kleinen Ausschnitt nehme von der gesamten Botschaft Gottes und verpflanze ihn auf irgendeinen Ort auf diesem Planeten, die Menschen werden anfangen, ihre eigene Religion drumherum zu stricken. Exakt das ist im Christentum passiert. Genau deswegen haben wir heute eine Religion, die im Kern eigentlich gar nichts mehr mit dem Judentum zu tun hat, von der man sich überhaupt nicht erklären kann. Wie kann es sein, dass ein gläubiger und gesetzestreuer Jude vor 2000 Jahren diese Religion gegründet haben soll? Wie passt das überhaupt zusammen? Im Islam wurde diese Möglichkeit von vornherein ausgeschlossen. Es ist ein komplettes Konzept. Jetzt überrascht es nicht unbedingt, wenn eine Religion die Beziehung zwischen einem Menschen und seinem Schöpfer regelt. Vielleicht auch nicht unbedingt zwischen einem Menschen und seinen Mitmenschen. Wir kennen beispielsweise Anweisungen oder Gebote wie Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch das kennt man aus anderen Religionen.
Verwirrend ist aber manchmal für Leute, dass es Anweisungen gibt, wie soll ein Händler mit seinen Kunden umgehen? Das sind doch eigentlich säkulare Dinge. Was hat die Religion damit zu tun? Oder ein Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber, was soll die Religion dazu sagen? Und noch viel verwirrender, ein Staat und seine Mitbürgern? Was hat denn die Religion da zu suchen? Ist es nicht einer der größten Erfolge der Menschheit, dass man genau das getrennt hat, dass man die Religion aus dem Staat herausgenommen hat? Diesen Eindruck hat man natürlich hier im Westen, weil man eine bestimmte Erfahrung hat. Aber wir Muslime haben eine andere Erfahrung gemacht. Wir Muslime haben die Erfahrung gemacht, dass ein Staat nur dann funktioniert, wenn die Religion sich einmischt. Dass ein Staat nur dann funktioniert, wenn er tatsächlich mit der Religion eine Einheit bildet. Wir haben eine ganz andere Erfahrung gemacht. Würde man hier in Europa ins Mittelalter zurückgehen, dann weiß man genau, warum man das dunkle Zeitalter nennt. Wie war die Situation hier? Die meisten Menschen haben in Armut gelebt. Die Wissenschaft war um Jahrhunderte zurückgeworfen. Es war quasi ein Stillstand eingetreten. Und Gerechtigkeit hat man vergebens gesucht. Aber das war die Erfahrung hier. Das war die Erfahrung der Menschen hier in Europa im Mittelalter. Die Muslime haben zur selben Zeit eine ganz andere Erfahrung gemacht. Wir kennen sowas nicht. Das Mittelalter war eigentlich das goldene Zeitalter der Muslime. Die Muslime haben ein Staatswesen entdeckt, in dem es Fortschritt gab, wissenschaftlichen Fortschritt. Der Rest der Welt war quasi Nettoimporteur, was Wissen betrifft, von den Muslimen. Wir hatten soziale Gerechtigkeit. Den Menschen ist es wohlergangen. Der Staat, obwohl er nur sehr geringe Steuereinnahmen eingenommen hat, hatte noch Geld über, obwohl er alle Menschen versorgt hat. Jeder an diesem Staat hatte genug zu essen, er hatte seine Versorgung, er hatte sein Haus und es war immer noch Geld über, dass man irgendwann angefangen hat, selbst für die Tiere Altersheime zu bauen. Wer kommt auf so eine Idee? Altersheime für Tiere, aber die Menschen waren versorgt. Die Menschen waren versorgt. Wir finden einen Staat, in dem Gerechtigkeit herrschte. Wir finden einen Staat, in dem es bereits Grundsätze gab, dass man jemanden nur dann verurteilen kann, wenn seine Schuld zweifelsfrei nachgewiesen ist. Wir finden die ersten islamischen Führer, die gesagt haben, es ist mir lieber, dass ich einen Schuldigen laufen lasse, als dass ich einen Unschuldigen zu Unrecht verurteile. Wir finden einen Staat, wo jeder Bürger den obersten Staatschef vor ein Gericht bringen konnte und er hat sein Recht bekommen. Der Richter musste keine Angst haben, wenn er den Staatschef verurteilt. Das sind Dinge, die sind neu hier. Man hält sie für so die Früchte der Aufklärung. Und man kann sich deswegen nicht vorstellen, wie das sein kann, dass es eine Religion gab oder eine Geschichte, eine Kultur, ein Volk, wo genau das bereits vor 1400 Jahren vorhanden war. Eigentlich muss eine Botschaft Gottes auch Anweisungen für den Staat haben. Gottes Botschaft ist ja nicht dazu gedacht, nur dem Menschen zu erklären, wie er betet. Die Botschaft Gottes ist ja auch dazu gedacht, um Gerechtigkeit unter den Menschen zu verbreiten. Das ist doch der Sinn. Gott wünscht sich doch Gerechtigkeit auf diesem Planeten. Wodurch entsteht denn die meiste Ungerechtigkeit überhaupt? Das ist doch durch ungerechte Staaten. Ungerechte Staaten verbreiten das meiste Unrecht auf diesem Planeten. Das sind doch die mächtigsten Institutionen, die es gibt. Es muss doch Gott aufgefallen sein, dass dadurch das Unrecht entsteht. Und er hat doch die Lösung dafür. Er hat doch eine gerechte Ordnung. Er müsste doch den Menschen sagen, hört mal zu, wenn ihr einen Staat aufbauen wollt mit Gerechtigkeit, dann ist das der Weg dahin. Das ist die Lösung. Wenn tatsächlich Gott daran Interesse hat, Gerechtigkeit unter den Menschen zu verbreiten, dann müsste er das doch machen. Man muss deswegen damit rechnen, dass eine Botschaft Gottes einem Menschen auch erklärt, wie er seinen Staat organisiert. Wenn ich mir die Geschichte der Menschheit angucke und wenn ich mir vorstelle, Gott hätte sich das ganze Leid angeschaut, was ungerechte Staaten verursachen, und er hätte die Lösung in der Hand, er gibt sie aber den Menschen nicht, ich würde denken, dieser Gott macht sich lustig über die Menschen. Es sollte deswegen nicht überraschen. Der Mensch sollte damit rechnen, dass die letzte Botschaft Gottes den Menschen ein allumfassendes Konzept inklusive einer staatlichen Ordnung gibt. Der letzte Prophet Mohammed war deswegen auch nicht nur ein Prophet, der Gebete erläutert hat, er war auch ein Staatsmann. Er hat den ersten Staat angeführt. Und man findet darin auch eine Erklärung, die manchmal als Gegenargument oder die versucht wird, ihn als Gegenpol zu Jesus darzustellen. Es gibt Menschen, die sagen, schaut euch Jesus an, der hat keine Kriege geführt, aber der Mohammed, dieser Böse, er hat Kriege geführt. Und das stimmt, das ist richtig. Aber warum? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden?
Wir finden im Alten Testament mehrere Männer Gottes, die auch Kriege geführt haben. Moses hat Kriege geführt. König David hat Kriege geführt. König Salomon hat Kriege geführt. Das waren Männer Gottes. Wir finden aber andere Propheten, die haben keine Kriege geführt. Jeremia, Jesaja oder auch Jesus. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Moses, König David und Salomon waren Staatsmänner. Jeremia, Jesaja und Jesus haben gar keinen Staat angeführt. Die Frage, ob diese Kriege führen können oder nicht, stellt sich überhaupt gar nicht. Diese Frage stellt sich doch erst in dem Moment, wo man eine staatliche Macht in der Hand hat. Natürlich gefällt einem das nicht. Wenn man mich fragen würde, ich kann auch gut darauf verzichten. Aber die Realität ist, sobald man einen Staat in der Hand hat, kommt man daran nicht vorbei. Das ist seit Anbeginn der Menschheit so, ob einem das gefällt oder nicht. Man findet deswegen in jeder Geschichte, in jeder staatlichen Geschichte auf diesem Planeten, findet man diesen Effekt, dass Kriege geführt wurden. Zum Leid. Zum Leidwesen der Menschen, zweifellos. Und man soll das nicht verstehen, dass ich das propagieren möchte oder ein Fan davon bin. Aber das ist die Realität. Das heißt, wenn der Prophet Mohammed ein Staatsmann war, und wir wissen auch aus der Geschichte, dass er von seinen Gegnern bekämpft wurde, dann ist es kein Wunder, dass er auch Kriege gegen seine Gegner geführt hat. Aber genauso wie die Männer vor ihm auch. Auch das waren Männer Gottes und sie haben Kriege geführt. Und im Unterschied dazu haben wir auch Regeln dafür. Und es war wichtig, dass der letzte Mann Gottes auch einen Krieg führt. Wir haben in dem letzten Propheten ein Vorbild für jeden möglichen Bereich. Für jeden Bereich des Lebens. Man kann in dem Propheten Mohammed ein Vorbild nehmen als Vater. Als Mitmensch, als Ehemann, als Händler, als Staatsmann und eben auch als Feldherr. Wenn später einmal ein General kommt, er kann ihn als Vorbild nehmen und sagen, wie hat er sich überhaupt da verhalten? Wie ist er mit Kriegsgefangenen umgegangen? Etc. Der letzte Mann Gottes musste doch ein umfassendes Vorbild sein. Er kann doch nicht zulassen, dass die Menschen sich ihre eigenen Vorbilder machen. Was wird daraus am Ende? Die letzte Botschaft Gottes musste nicht nur allumfassend sein, sie musste vor allen Dingen auch eins sein. Sie musste bewahrt bleiben. Wir finden die Geschichte der Menschheit, wo Gott den Menschen eine Botschaft geschickt hat und hat sie ihnen anvertraut. Und hat zu ihnen gesagt, ihr habt diese Botschaft, ihr sollt sie bewahren. Und die Menschen haben sich dieser Angelegenheit nicht als würdig erwiesen. Sie haben es nicht geschafft. Wir finden die Geschichte des Alten Testaments, wo es immer wieder kleine Anpassungen gab, Veränderungen, Dinge, die hinzugefügt wurden oder später wieder verloren gegangen sind. Und wenn das passiert ist, finden wir was? Gott hat jedes Mal einen Propheten geschickt, um die alte Botschaft wiederherzustellen. Warum sind so viele Propheten zu den Juden gekommen? Propheten sind dann gekommen, wenn die Botschaft verloren gegangen ist und sie musste wiederhergestellt werden. Und das kann nur Gott selber machen. Der letzte Prophet an die Menschheit. Er musste allerdings mit einer Botschaft kommen, die bewahrt bleibt. Es kommt ja nach ihm niemand mehr, um das Ganze zu korrigieren. Wenn diese Botschaft verloren gegangen wäre, was wäre mit den Menschen, die nach ihm kommen? Sie hätten niemals mehr eine Möglichkeit, überhaupt die wahre Botschaft Gottes zu erkennen. Die Botschaft ist verloren, es kommt niemand mehr, um sie wiederherzustellen. Das ist ein Kennzeichen, was man nur im Islam findet. Der Islam ist die einzige Botschaft, die bis heute bewahrt wurde. Und wir können heute noch einen Koran in die Hand nehmen und wir wissen sicher, dass jeder Vers, der dort geschrieben steht, der gleiche Vers ist, wie er vor 1400 Jahren schon da drin stand. Der Islam als Botschaft aller Propheten. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es denn nicht so, dass die Muslime einen ganz anderen Gott anbeten? Das ist eine ganz häufige Frage. Welchen Gott betet ihr denn überhaupt an? Welchen Gott beten die Muslime an? Die Antwort ist völlig einfach, ist völlig simpel. Die Muslime beten den Schöpfer von Himmel und Erde an. Niemanden sonst. Und es gibt nur einen davon, es gibt nicht mehrere, es gibt keine Variationen. Es gibt doch nicht einen speziellen Schöpfer von Himmel und Erde für die Muslime. Es gibt einen einzigen, der hat vor langer Zeit Himmel und Erde erschaffen, den beten wir an und niemanden sonst. Das ist die Botschaft des Islams. Aber was ist dann der Unterschied? Beten denn nicht die Christen Gott an und die Muslime Allah? Wie können das denn die gleichen sein? Was heißt denn Gott überhaupt? Gott ist eine ganz allgemeine Bezeichnung für ein Objekt oder eine Person, die angebetet wird.
Die Römer hatten auch ihre Götter. Und die wurden auch als Gott bezeichnet. Den Begriff Gott kann man deswegen auch übersetzen in andere Sprachen. Der Deutsche würde vielleicht Gott sagen. Der Engländer sagt schon nicht mehr. Der spricht schon ein bisschen anders aus. Er sagt God. Der Franzose bietet Dieu an. Der Spanier Dios. Warum kann man das übersetzen? Weil das ein allgemeiner Begriff ist. Das ist ein Begriff wie Tisch, Stuhl, Haus, Baum etc. Die kann man auch alle in andere Sprachen übersetzen. Das ist ein allgemeiner Begriff. Allah wird nicht übersetzt in andere Sprachen. Warum? Allah ist ein Name. Es ist kein allgemeiner Begriff. Mein Name ist Marcel. Mein Name ist Marcel im Deutschen, im Französischen, im Englischen, im Chinesischen, in jeder Sprache auf diesem Planeten. Marcel ist ein Name. Die Muslime reden den Schöpfer von Himmel und Erde lieber mit ihrem Namen an und nicht mit einer so allgemeinen Bezeichnung wie Gott. Ich rede hier auch nicht einen anderen Menschen an mit Mensch. Das ist doch eine Beleidigung einfach. Ich gehe nicht zu jemandem und sage, Mensch, gib mir das mal. Wenn, dann spreche ich Leute mit ihrem Namen an. Und das machen wir auch mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Dieser Name ist übrigens nicht speziell nur für die Muslime. Denselben Namen verwenden auch die Christen und die Juden in arabischsprachigen Ländern. Derselbe Name taucht auch dort in der Bibel auf. Es ist deswegen nicht verkehrt, wenn man sagt, dass bei den arabischen Christen Allah Himmel und Erde erschaffen hat. Denn genau das steht bei denen in der Bibel im allerersten Vers. Er lautet auf Deutsch, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So finden wir ihn in der deutschen Bibel. In der arabischen, fil bidayati khalaqallahu as-sama'a wal-ard. Am Anfang hat Allah Himmel und Erde erschaffen. Das liest der arabische Christ in seiner Bibel. Und man findet diesen Namen sogar verwendet bei Jesus. Nicht in der deutschen Bibel. Da kann man lange danach suchen. Aber Jesus hat kein Deutsch gesprochen. Jesus hat Aramäisch gesprochen. Diese Sprache ist heute fast vergessen. Aber es gibt noch ein kleines Volk in Syrien, das tatsächlich noch in dieser alten christlichen Tradition lebt und Aramäisch spricht. Im Jahre 2004 hat Mel Gibson seinen bekannten Film gedreht, Die Passion Christi. Und er hat den Film ganz interessant aufgezogen. Er hat ihn nur in Originalsprachen gedreht. Der wurde nicht synchronisiert, der ist nicht in Deutsch und in Englisch. Die Römer sprechen dort Latein und die Juden sprechen entweder Hebräisch oder Aramäisch. Aber wer spricht heute noch Aramäisch? Mel Gibson ist extra nach Syrien geflogen, um sich in diesem Dorf umzuschauen, wo die Menschen noch Aramäisch sprechen. Und wenn man in seinen Film schaut, wenn man ihn sich mit Bedacht anschaut, dann wird man feststellen, dass selbst Jesus in seinem Film den Namen Allah verwendet. Das muss man mir nicht unbedingt glauben, aber glaubt das Mel Gibson. Er ist dorthin geflogen, er kennt den Namen. Der einzige Unterschied wäre eventuell zwischen Gott im Islam und anderen Religionen, ist die Vorstellung von Gott selber. Im Islam ist Gott vollkommen. Es ist für einen Muslim unvorstellbar, dass Gott in 6 Tagen die Welt erschafft und sich am 7. Tag ausruhen muss. Es ist für einen Muslim auch nicht vorstellbar, dass Gott das Unrecht auf diesem Planeten sieht und irgendwann es ihn bereut, dass er die Menschen geschaffen hat, wie wir es in der Bibel finden. Im Islam ist Gott vollkommen. Er ist allwissend, allmächtig. Er kennt die Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Er hat nicht die Welt erschaffen und irgendwann festgestellt, dass da was schiefgelaufen ist. Und er ist auch der Einzige, dem der Muslim seine vollkommene Ergebung und Demut und Hingabe widmet. Und deswegen finden wir die Muslime, dass sie beten so, wie wir Jesus kennengelernt haben. Die Muslime verneigen in ihrem Gebet ihr Angesicht vor Gott. Sie neigen sich mit der Stirn auf den Boden. Es ist die ultimative Demut und Erniedrigung, aber nur für den Schöpfer von Himmel und Erde. Und das tun nicht nur die Muslime. Wir haben Jesus kennengelernt, Matthäus 26, 39. Er ging hin ein wenig, fiel auf sein Angesicht und betete. Wir finden Abraham in der Bibel, Genesis 17, Vers 3. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und betete. Buch Numeri 20, Vers 6. Moses und Aaron gingen vor der Gemeinde zur Tür, fielen auf ihr Angesicht und beteten. Der Prophet Josua, da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete. Die Muslime beten so, wie die Männer Gottes vor ihnen gebetet haben, seit Anbeginn der Menschheit. Dieses vollkommene Bild
was die Muslime von ihrem Schöpfer haben. Das kann man in einem Augenblick ruinieren. Nämlich wenn jemand kommt, ein Bild zeigt, auf dem ein Kind abgebildet ist, in Windeln gewickelt und sagt, das ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Es ist, glaube ich, der größte Unterschied im Gottesverständnis zwischen den Muslimen und den Christen. Wir können uns niemals vorstellen, dass der Schöpfer von Himmel und Erde Mensch wird. Wir können uns nicht vorstellen, dass der Schöpfer von Himmel und Erde einmal Kind war, dass er in Windeln gewickelt war, weil er ja gar nicht in der Lage war, seinen Urin zu halten. Dass er jede 2 Stunden nach seiner Mutter schreien musste, damit er etwas zu essen bekommt. Ein Mensch kann das machen, ein Prophet Gottes kann das machen, aber niemals der Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist unvorstellbar. Es ist mit seiner Vollkommenheit niemals vereinbar. Es gibt etwas, an das Muslime und Christen gleichermaßen glauben. Und das ist der Tag der Auferstehung. Ein Tag, an dem alle Menschen vor ihrem Schöpfer versammelt werden. Sollte ich vor meinem Schöpfer stehen und er mich ernsthaft fragen, warum ich nicht Jesus angebetet habe, dann würde ich ihm entgegnen. Mein Herr, wie konnte ich jemanden anbeten, der selber andere angebetet hat? Wie konnte ich einen Menschen anbeten, der einmal in Windeln gewickelt war? Wie konnte ich jemanden anbeten, der all die unvollkommenen Schwächen einer Schöpfung hatte, wo du doch der Vollkommene bist? Sollte er mich dann dafür bestrafen, dann wüsste ich nicht wofür. Aber stellen wir uns das umgekehrt vor. Stellen wir uns vor, ein Christ steht vor seinem Schöpfer. Und er fragt ihn, wie konntest du einen Menschen anbeten? Was will er ihm sagen? Was will er darauf antworten? Und wenn er bestraft wird, er wird ganz genau wissen, wofür. Wirf dich nicht vor Jesus nieder. Wirf dich vor dem nieder, vor dem Jesus sich selbst niedergeworfen hat.